Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Let's Play Warframe. Zusammen mit meinem Kumpel Carsten. Moin. Auch bekannt als Frostech. Und ja, wir spielen die vierte Mission vom Merkur. Also quasi den ersten Handlungsstrang. Genau, und wir. Wie die Tante gerade versucht zu erklären, müssen wir versuchen, einen Gefangenen zu befreien. Und wir befinden uns hier auf der Station Ilion. Elion, genau, die vierte Mission. Wollen wir? Ja, wir können. Hauen wir rein hier. Ist das der Hauptgang? Nee, ne? Aber man kann sich hier. Ja, gut. Wir können mal versuchen, Ich. unentdeckt zu bleiben. Ja. Hier scheint niemand zu sein. Wahrscheinlich geht die richtige Action erst, wenn wir, wie heißt es, den Gefangenen befreien müssen. Ja, wahrscheinlich. Wieso kann ich diese Gegenstände jetzt zum Beispiel nicht aufnehmen? Weil du genug hast. Also wenn ich drüber laufe, dann sagt er mir unten Ah, Gewehrmunition Gewehrmunition. pumpen. Genau. Das ist die Gewehrmunition, alles klar. Lass uns mal hier einen. Ah, fuck, ich hab Schluck auf, ist natürlich echt geil. Scheiß Pizzabrötchen. Ich sehe niemanden. Ich sehe auch keinen. Da steht Oh, einer. ich höre aber jemanden. Ah, da. Soll ich ihn schnappen? Ja, mach bald. Ah, Wie jetzt geht er geht's? weg. Ja, aber er hat noch den Rücken zu dir gedreht. Da. Ist jetzt die Frage, wenn Gegner in der Nähe sind, dann hören die es, wenn wir diese Dinger aufbrechen, ne? Deswegen muss man vorsichtig sein. Tun sie das? Ja. Siehst du? Scheiße. Ist das sicher? Weil die Map ist auch nicht rot. Was ist die? Die ist nicht rot. Nee, aber die wundern sich dann, wo nur das Geräusch kommt und kommen dann in die Nähe. Was soll ich meinen? Hier ist ein Schrank. Kann man den öffnen? Ja. Aber ich kann auch nichts nehmen. Da, ah, Oh, da da ist kommt einer. einer. Er dreht wieder Mike. um. Geht auf der anderen Seite da zurück. Wie viele Gegner sind da? Unter uns. Da waren wir eben erst keiner. Ne? Oh, Ja. oh, Oh, shit. oh, oh. Schnell, 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 schnell. Oh. Hast du geschafft? Ja. Oh, nein, 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 nein! Falsche Taste! Nein, warum tust du das? Falsche Taste gedrückt. Ich hätte das scheiße. Aber Ich die Map dachte, ich ist hätte das immer noch nicht schneller. rot. Ne, wahrscheinlich waren das ja die einzigen Gegner, die. Wahrscheinlich. Hoffentlich. Fuck. Ja, dumm Kann gelaufen. passieren. Ja, ich hab halt gedacht, ich. Na. Oh, shit. Na, egal. Jetzt. Hauptsache, sie lösen keinen Alarm aus. So, hier sind ein paar Schränke. Mal Deckung oder kommen wir ja da ran? Sechs, ne? Und hier ist eine Tür. Das ist, da geht's weiter. Das ist hier. Eine Zentrale? Oh, da steht einer. Stehen zwei. Oh ja, Steht aber auch ein bisschen doof. Warte, ich versuch's. Ich versuch den hier an der Kante. Ah, scheiße. Oh, da sind mehr als zwei. Nein, nicht den Alarm auslösen. Oh, Glück gehabt. Geht's wohl auch noch runter? Ja. Jemand? Ich höre was, aber ich sehe keinen. Siehst du was? Ich sehe nichts.
Hier ist ja, glaube ich, eine Sackgasse, ne? Also, oder? Da hinten geht's weiter, ja. Nix. Sackgasse. Hä, wo kommt denn das Geräusch von dem Gegner her? Wahrscheinlich von oben, wo wir waren. Ja. Das ist eine komisch eingestellte Soundquelle, ganz ehrlich. Also ich... Ja, ist ein bisschen... Naja, ist ja noch in der Beta, ne? Ja, ja, okay, stimmt. Hast du schon recht. In der Tat. Ah, hier oben. Aber die haben uns noch nicht entdeckt. Scheiße, jetzt doch. Nein, nicht den Alarm! Und Glück gehabt. Dann gehen wir mal ran. Jawohl. Oh, Kacke. Kommen richtig viele, siehst du das? Oh, pass auf. Rechts. Ich glaube, hier sind noch ein paar Special Moves eingebaut von den Charakteren. Von den Gegnern? Nee, nee, von uns. Eingebaut in die Map oder was? Nee, nee, als Bewegung, weil ich habe irgendwie gerade. Ach so, ja, wenn du springst zum Beispiel und auf was drauf landest, dann macht das so eine Vorwärtsrolle und so ein Scheiß. Ja, oder du machst hier so einen High Kick. Ja, den habe ich auch schon gesehen, aber ich weiß nicht, wie man den macht. Oh, hinter uns, hinter uns. Ja. Ah, okay. Meine Fresse. Also ich weiß jetzt, wie das geht. Du musst sprinten, springen und dann ducken. Oh ja, Tatsache. Sehr nice. Stirb doch mal. Wo kommen die denn her, Sarah? Die spawnen immer wieder hinter uns, da wo wir hin. Oh. Und hier kommen wir. Das finde ich ja ein bisschen doof, ne? Ja. Oh, Alter, was? Ja. Aber wenn wir weitergehen, ich erscheine unendlich viele zu spawnen, ne? Ja, gehen wir mal so. Oh, jetzt sind hier wieder welche. Okay, das ist wirklich ein bisschen unrealistisch. Oh, hinter dir. Mir? Ja. So, weiter. Ja.
go. Oh, oh, jetzt kommen aber. Jetzt aber. Kommen viele? Ja, ich versuche mal was. Warte mal. Ja, mach du mal. Hinter uns sind auch wieder welche. So, mit einem Schlag alle ausgelöscht. Mit der Spezialattacke? Na jo. Na geil. Ist da vorne klar? Ja. Na gut, weil ich hab den noch alle fertig. So. So. Jetzt müssen wir die... die Zelle finden, wo... Boah, jetzt von hinten auch noch wieder. Schon einige Gegner, die hier kommen. Ja. Soll auch nicht so einfach sein. So, ich glaube, jetzt haben wir erstmal alle. Ja, das ist die Zelle hier unten, das ist die Zelle. Hier ist gesperrt, siehst du, hier ist. Nee, hier, was? Hier. Das Grüne ist. Okay. So, Code. Zack. Niemand drin? Bei mir ist auch niemand drin. Hm. Ja, hier ist eine, die ist gesperrt. Die hier ist gesperrt, siehst du? Ja. Die Frage ist, wie macht man die auf? Aber da drüber ist noch eine, die grün ist. Tatsache. Mal wieder ein Code. Nein! Hier ist auch noch eine. Hier ist auch keiner drin. Ich kann den hier gerade nicht erlauben. Ah, hier, ich hab. Hast du ihn? Ja. Und lustigerweise hat er eine Handfeuerwaffe. Wer sperrt denn gefangen mit einer Handfeuerwaffe eine Zelle ein? Gut, wo bist du? Und ich versuche ihn hier rauszulassen. Auf dem Weg dahin, wo wir raus sind. Okay. So. Oh, scheiße, jetzt müssen wir wieder hier. Ich geh mal den. Oh, pass auf, da ist einer. Ich deaktiviere mal den Alarm. Jo. Weil dir ein Ball runtergefallen oder so. Was ist runtergefallen? Ein Ball oder ein Tennisball oder so? Tennisball. Nee. Ich höre irgendwie so ein hüpfendes Geräusch im Hintergrund. Keine Ahnung. Das habe ich aber auch. Hast du auch, das ist ein Spiel.
glaube, es ist einfach nur so Ambient oder irgendwie so ein Quatsch. So, die Tür ist offen, hier geht's weiter. Oh. Wo bist du? Hier. Bist du mich? In die falsche Richtung gelaufen, naja, ich bin nicht. Ich glaube, ich leuchte. Bisschen Dampfstrahlen. Na jo. Das Gefühl, die Handfeuerwaffe ist stärker als das Sturmgewehr. Ja, von dem Einzelschuss her, aber du brauchst halt Ewigkeiten, um ihn zu töten. Also, ich würde sagen, wir sind ungefähr auf gleichem Level, was die Geschwindigkeit des Tötens angeht. Oh, da kommt, boah, da kommen jede Menge. Wo denn? Von links. Die hole ich mir. Oh Scheiße. Ich dachte, ich hätte die Fähigkeit bereit, aber war dann doch nicht so bereit. Hinter uns. Da waren noch aber irgendwelche Truhen, ne? Ich geh mal kurz gucken, was das da gibt. Hinter uns auch wieder schon wieder. Fuck. Okay, ich bin da. Wer lebt noch? Was denn? Ich bin gerade ein bisschen in Bedrängnis geraten, aber passt schon. Boah, Alter. Jetzt aber! Meine Fresse! Finde ich scheiße, dass du mit deinem Körper in das Visier reinlaufen kannst. Autsch. Oh, da sind aber... Ich
Pass auf, hinter dir ist einer. Ja, von hinten kommt jetzt auch auf jeden Fall. Ja. Ja. Bis hierhin schon mal. Boah, du Scheiße. Ich wollte mich verarschen. Was denn? Kommen noch mehr von vorne. Jede Menge. Ich glaube, ich sollte mich ein wenig bedeckt halten. Guck mal in den Raum ran. Oh. Hm? Erfahrung? Ja, jede Menge. Aber hinter dir, hinter dir. Hab ich. Hast du den Film Per Anhalter durch die Galaxis gesehen? Ja. Kennst du diese dicken braunen Viecher, die so bürokratisch sind? Die erinnern mich hier gerade voll an die. Hast du recht. Vom Aussehen her. Irgendwo höre ich noch einen. Auch unten, du kannst die Treppen runtergehen. Oh ne, hier ist keiner. Wo ist er denn? Stimmt, hier ist der Tür. Alter. Egal. Ja, irgendwie sind die Soundquellen auch nicht besonders gut zu orten. Aber ich denke mal, das werden die auf jeden Fall fixen, ne? Ja. So. Hier gibt es nichts. Hier sind zwei Kisten. Drei. Ist ja schon wieder gespawnt, ich fass es nicht. Wo ist denn hier unser Mann? Was macht er denn da oben? Komm her hier! Was macht er denn? Was ist denn los? Ich glaube, er hat auf dich gewartet, er mag dich. Ach du Scheiße! Leutet er im Kreis! Ist das so wie bei dir mit Blacklight? Ja, genau. Geil! Wer schafft. Also das waren echt viele Gegner, muss ich sagen. Druckpunkt. Was hast du? Gegenstände erhalten, Druckpunkt. Keine Ahnung, was das sein soll. Das sieht an wie so ein Pflaster oder so. Pflaster mit Bärchenmuster. Hello Kitty. Ja, würde ich sterben. Wenn so, was macht denn jetzt hier? Du hast wieder mehr als ich zuständig. Für Schaden hast du mehr. Erlittener Schaden hast du deutlich mehr als ich. Deutlich. Insgesamt getötete Gegner 89 und 3. Oh, wir sind wieder auf einem Level ungefähr.
Kopf treffe, habe ich nur 8. Ich treffe die irgendwie nie in den Kopf. Die im Nahkampf getötet. Ich meine, ich benutze mein Schwert ja auch nie. Jeweils 3 Upgrades erhalten. Oh, Zielgenauigkeit sind wir ziemlich gleich, fast gleich. Ja. Beide immer noch schlecht. 50% ist jetzt nicht unbedingt. Ich habe bei der Bundeswehr immer mal den gezielten Einzelschuss gelernt, aber dann ist das gerade irgendwie nicht so. Aber es ist schon besser geworden. Ja, doch, also von den 30%, wo ich eben war. zu 50%, das ist eine deutliche Steigerung. Ah, cool. So. Das war's mit der dritten Folge. In der nächsten Folge werde ich. Die. Was steht denn hier? Welche zocken wir denn? Die Laris oder die Tolsoi? Gute Frage. Was ich würde sagen, wir biegen erstmal nach links ab, ne? Ja. Wir machen die einzelne Mission. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir die Laris-Mission machen. Sabotage. Wir müssen wieder irgendein Kraftwerk zerstören. Wahrscheinlich. Und dann ist es gar nicht mehr so weit, dann sind wir bei der Venus. Und bei der Venus, liebe Freunde, spielen wir auf der Oberfläche. Das heißt, wir spielen hier nicht mehr in irgendwelchen Raumschiffen, sondern wir spielen tatsächlich auf der Venus-Oberfläche. So wie die Wissenschaftler vermuten, dass es dort aussieht. Ganz toll. Na, mal gucken, wir wissen nicht, wie es da aussieht, von daher. Lass uns mal überraschen. Wir sind hoffentlich dabei. Und ja, bis zum nächsten Video. Jo. Tschüss. Tschüss.